Das sind die Themen. Netanyahu im US-Kongress. Klartext gegen islamistische Terroristen. Nach dem Satanismus beim ISC. Christen gegen Austragung in der Schweiz. Und Engel in Michigan. Ein Feuerwehrmann macht eine bizarre Fotoaufnahme. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Wir fangen zunächst einmal in Deutschland an, genauer gesagt in Hamburg unter anderem, wo man jetzt auch eine islamistische Hassmoschee gestürmt und verboten hat, weswegen ich auf jeden Fall begrüße, dass man gegen Islamisten anscheinend strenger vorgeht, oder es war nur ein Einzelfall, wir werden sehen, wie es weitergeht. Trotzdem schauen wir uns einen Artikel an, denn diese Moschee ist auch mit dem iranischen Mullah-Regime in Verbindung. Am 24.07. wurde berichtet, Hamburg, deutsche Polizei stürmt Hassmoscheen. Das deutsche Innenministerium hat das islamistische Zentrum Hamburg verboten, weil es die Errichtung eines autoritär-islamischen Herrschaft propagiere. Das IZH verbreite als direkte Vertretung des iranischen Revolutionsführers in aggressiv-kämpferischer Weise die Ideologie der sogenannten Islamischen Revolution in Deutschland. Aufgrund gerichtlicher Anordnungen seien insgesamt 53 Objekte in Hamburg, Bremen, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsucht worden. Also nicht nur in Hamburg hat man jetzt eine Moschee verboten und wird sie auch gänzlich schließen, sondern man geht auch in anderen Bundesländern gegen diese Ideologien vor. Und natürlich ist, viele sagen, viele Experten, viel zu spät hat man das jetzt getan. Aber immerhin besser spät als nie, und ich hoffe, weitere islamistische Hassmoscheen werden ebenfalls ins Visier genommen. Und der Iran reagiert natürlich schon mal so, wie man es zu erwarten hatte. Denn auch am 24.07. wurde berichtet, Islamisches Zentrum Hamburg verboten, neue Spannungen mit dem Iran. Das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg führt zu neuen Spannungen mit Teheran. Der Iran spricht von Islamfeindlichkeit. Es könnte der Auftakt für einen neuen politischen Kurs gegenüber dem Iran werden. Na hoffentlich. Die Begründung der Behörde soll offenbar ein deutliches Signal in Richtung Teheran senden, denn das IZH steht laut Innenministerium im Verdacht, die pro-iranische, libanesische Hisbollah-Miliz zu unterstützen, die ja auch immer wieder Angriffe fährt durch Raketen auf den Norden in Israel. Also man scheint einen neuen Kurs zu fahren, was den Iran angeht. Und das kann ich mir auch nur wünschen, denn wir wissen anhand der Bibel, anhand von Daniel 8 gibt es eine Prophezeiung. In der Endzeit wird es einen Krieg geben zwischen dem Iran und dem Westen. Und der Westen wird gewinnen. Und wenn Deutschland schlau ist, stellt sie sich ebenfalls gegen den Iran, gegen dieses Mullah-Regime. Und das wäre auch gut für die iranische Bevölkerung. Wir kommen damit in die USA. Und da hat Benjamin Netanyahu eine Rede gehalten im US-Kongress. Und da möchte ich einfach ein Zitat von ihm auch nochmal zitieren, weil ich glaube, das bringt die Sache ziemlich gut auf den Punkt. Benjamin Netanyahu sagt im US-Kongress am 24.07. Soweit wir wissen, finanziert der Iran die anti-israelischen Proteste. Nun, ich habe eine Botschaft für diese Demonstranten. Wenn die Tyrannen von Teheran die Schwule an Kränen aufhängen und Frauen ermorden, weil sie ihr Haar nicht bedecken, auch loben, euch loben, fördern und finanzieren, seid ihr offiziell zu Irans nützlichen Idioten geworden. Es ist erstaunlich, absolut erstaunlich. Einige dieser Demonstranten halten Schilder mit der Aufschrift Gays for Gaza hoch, also Schwule für Gaza. Sie könnten genauso Schilder mit der Aufschrift Chickens for KFC hochhalten. Also Hähnchen für diese Art Fastfood-Restaurant, wo man ja auch viel Hähnchen verkauft. Und genauso ist das Gays for Gaza. Also die sollten mal in Gaza bei der Hamas auftreten. Da sehen sie, dass Gaza absolut nicht für Gays ist, sozusagen. Aber gut, so wählt man letztendlich seinen eigenen Metzger. Und da muss man sich nicht wundern. Also da gebe ich auf jeden Fall Benjamin Netanyahu natürlich vollkommen recht. Wir schauen uns auch mal um in der Türkei. Da hat man jetzt auch Kriegsschiffe in Richtung griechische Inseln losgeschickt. Auch da könnten die Spannungen wieder irgendwie größer werden. Auch am 24.07. wurde berichtet, neue Spannungen in der Ägäis. Türkische Kriegsschiffe vor griechischen Inseln. Wie die griechische Zeitung Katimerini und weitere Medien berichten, bewegten sich seit Montag zeitweise 5 Schiffe der türkischen Marine vor den Inseln Kasos und Karpathos,
Dem Bericht zufolge sollen sich die Schiffe knapp außerhalb der griechischen Hoheitsgewässer vor den Inseln befunden haben. Zugleich befanden sich zwei griechische Kriegsschiffe in der Nähe. Also hoffen wir, dass es auch da nicht gänzlich eskaliert zwischen Griechenland und der Türkei. Aber wir wissen anhand der Bibel, ein Königreich wird sich gegen das andere heben und ein Heidenvolk gegen das andere, laut der Prophezeiung von Jesus in Matthäus 24. Also es ist wirklich sehr viel los aktuell in der Welt. So wie zum Beispiel auch in Italien, wo der Vulkan Ätna ausgebrochen ist. So wurde berichtet am 25. Juli, gewaltiger Vulkanausbruch in Italien, gesperrter Luftraum. Der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien ist ausgebrochen und stößt eine riesige Aschewolke in die Luft. Sogar der Flugverkehr musste zeitweise unterbrochen werden. Alarmzustand auf Sizilien, die explosive Tätigkeit hält weiterhin an. Und da kann man nur hoffen und beten, dass es da nicht zu gänzlich weiteren Schäden kommen wird, denn Vulkane haben natürlich eine derart große Kraft und Auswirkungen auch auf das Leben der Menschen, dass wenn das weitergeht und zum Beispiel auch der Yellowstone Park in Amerika da irgendwann ausbricht, dann hat es wirklich auch weltweit globale Konsequenzen. Wir leben auf einer sehr gewalttätigen oder, sage ich mal, von der Natur sich rächenden Welt mit verrückten Menschen und unglaubliche Dinge werden sich noch erfüllen anhand der Bibel in der Endzeit. Und da schauen wir mal, wie es weitergeht. Weiter soll es nicht gehen mit dem ESC in der Schweiz, denn da hat ja der Eurovision Song Contest ein Schweizer gewonnen. Und das soll laut Christen aber nicht in der Schweiz ausgetragen werden, wegen dem vielen Satanismus, der beim ESC praktiziert wird. Ich habe dazu ja auch Videos gemacht. So wurde bereits berichtet am 17. Juli nach Satanismus beim ESC. Christen gegen Austragung in der Schweiz. Der Berner Großrat und Geschäftsleitungsmitglied der EDU, einer Partei der Schweiz, Samuel Kuhlmann, sagt, er finde die ganze Entwicklung des ESC problematisch. Was uns am meisten gestört hat, ist, dass zunehmend Satanismus und Okkultismus zelebriert oder zumindest toleriert wird, sagte der christliche Politiker. Immer mehr Künstlerinnen und Künstler tragen offen okkulte Botschaften vor und unterstreichen sie mit der entsprechenden Symbolik. Für den ESC dürfte man in der Schweiz kein öffentliches Geld ausgeben. Nun wird dieser Contest wahrscheinlich trotz allem in der Schweiz stattfinden. Es wäre das erste Mal, dass es nicht so wäre. Aber natürlich, wenn man sich die ganzen Leute anschaut, die dort aufgetreten sind beim ESC, Satanisten, Transgender und so weiter, LGBTQ, Sodom und Gomorra, da ist man schon ein Freak heutzutage, wenn man irgendwie heterosexuell ist. Und das sagt schon alles über den Zeitgeist dieser Welt. Bevor wir nochmal in die USA schauen, genauer gesagt nach Michigan, wo ein Feuerwehrmann ein Foto angeblich von einem Engel aufgenommen hat, wir werden uns das Foto anschauen, geben wir erstmal kurz ab in die Werbung. Kennen Sie das? Sie haben zu viele Science-Fiction-Filme gesehen und verwechseln Filme oft mit der Realität, sodass sie sehnsüchtig auf die Ankunft von Außerirdischen warten. Aliens werden sie nicht retten, deswegen haben wir einen Ratschlag für sie. Auch Jesus ist nicht von dieser Welt. So wie eines Tages die Stadt Gottes vom Himmel auf die Erde kommen wird, nämlich das neue Jerusalem. Also warten Sie nicht auf Außerirdische, sondern warten Sie auf die Rückkehr des Messias und folgen Sie allein Jesus Christus. Kennen Sie das? Sie beschäftigen sich viel mit Esoterik, versuchen ihre Chakren zu öffnen und warten vergeblich auf Erleuchtung, während sie Meditationsübungen praktizieren, um Astralreisen zu machen? Wir haben etwas Besseres für Sie. Öffnen Sie Ihr Herz für Gott, lesen Sie die Bibel und lassen Sie sich von Jesus erleuchten, damit Sie eine Reise ins Paradies buchen können. Verlassen Sie die Esoterik und folgen Sie allein Jesus Christus. Ja, und auch heute sage ich es erneut, die beste Werbung, die man machen kann in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, ist Werbung für das Wort Gottes, Werbung für Jesus Christus, Werbung für die Bibel, Werbung für die Wahrheit. Wenn es nach einem Feuerwehrmann in Michigan geht, dann ist es für ihn die Wahrheit, dass er einen Engel aufgenommen haben will. Und da schauen wir uns zunächst mal einen Artikel an, bevor wir uns das Bild genauer anschauen. Fox News berichtete bereits am 16. Mai,
Ein Mann aus Michigan behauptet, seine Überwachungskamera habe einen Engel aufgenommen, der über dem Lastwagen schwebte. Glenn Thorman, ein Feuerwehrchef in Ost Jordan, sagte, er sei schockiert gewesen, als er das Bild nach oben und dann aus dem Rahmen seiner Kamera schweben sah. Ich sagte, das ist ein Engel, und ich war einfach hin und weg, sagte er der WPBN-TV. Ich konnte es kaum erwarten, es meiner Frau zu schicken und es an Pastor Daniel Mowes zu schicken. Ich sagte, ich habe einen Engel und meine Kamera hat ein Bild von einem Engel gemacht. Nun, wir schauen uns mal dieses Bild des angeblichen Engel etwas genauer an. Wenn man sich hier dieses Bild anschaut, dieses angeblichen Engel links oben, dann könnten es in der Tat Flügel sein, ganz oben in der Mitte zwischen den Flügeln ein Kopf und der Engel könnte auch irgendwie ein Schwert ausstrecken. Natürlich, ich bin Christ und ich glaube auch an Engel, ohne Zweifel. Aber ob das ein Engel ist, bezweifle ich dann doch eher. Denn viele gehen davon aus, das ist kein Engel, hat nichts mit Engeln zu tun, sondern da hat sich eine Motte auf die Kamera einfach in den Fokus geflogen. So berichtete The Sun unter anderem am 15. Mai. Ein Feuerwehrmann glaubt, dass seine Überwachungskameras einen Engel aufgenommen haben, der über seinem Pickup schwebt. Einige Skeptiker haben vermutet, dass die Kamera tatsächlich eine Motte einfing, die nahe am Objektiv flog. Es gibt immer Skeptiker und sie sagen, das ist eine Motte und ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Also es gibt immer mehr Skeptiker und die Sache ist eigentlich mehr oder weniger schon vom Tisch, weil ich glaube zwar an Engel, aber ich glaube nicht, dass wir auf diesem Bild einen Engel gesehen haben, sondern ich halte es ebenfalls für eine Motte. Wenn man sich Motten anschaut im Licht, im Fokus, dann sieht es genauso aus wie auf dem Bild. Deswegen, auch wenn wir an Engel glauben, nicht alles, was wir sehen oder was die Medien uns weismachen, sind auch übernatürliche Phänomene. Eins ist aber klar laut Bibel. In der Bibel heißt es, Jesus wird kommen mit allen seinen heiligen Engeln, wenn der Herr und König zurückkommt. Und dann haben wir es wirklich mit einer übernatürlichen Rückkehr zu tun, mit dem größten Ereignis, das diese Welt jemals gesehen hat, die Rückkehr des Messias. Dann lade ich euch noch herzlich ein, mal vorbeizuschauen auf meiner Homepage endzeitreporter.mcm.com, die am 23. August veröffentlicht wird, bei der 300. Folge von Fragen über Gott und die Welt. Und auch wenn die Seite noch in Bearbeitung ist, so habt ihr trotzdem die Möglichkeit, schon mal reinzuschauen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch bei der 300. Folge dabei seid. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal. Vielen Dank an alle, die das tun. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der König der Könige, der Richter der Welt, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.